Hallo Leute, herzlich willkommen zur nächsten Runde von LP Death Cars. Letzte Mal haben wir die Tatsumaki Trophy geschafft. Heute geht's in die Soy King Super Stakes. Ich bin immer noch Andi 2150. Aloha, herzlich willkommen und los geht's. Wagen ist immer noch derselbe. Und ihr seht es schon oben. Es geht in die langen Rennen. Und ich hatte damals gesagt, ich habe Respekt vor den Strecken. Stimmt auch. Also vor den langen Strecken habe ich wirklich scheiße Respekt. Aber das soll mich jetzt nicht aufhalten. Halten mit euch dabei zu sein. Attacke! Di-di-di-di-di-di! Ui! Oh, shit. Oh, ja, genau. Ich muss mich halt erstmal wieder einfügen. Einfügen, was re... Ui! Kollege. Alter Schwede, ey. Jetzt geht's voran. Jetzt geht's voran. Ui, ja! Okay, das Manöver war ungewollt getarnt. Und die Angriffe gehen schon wieder durch. Doof. Und sie packt halt. Nein, das sind die Minen. Egal. Bisschen Luft verschaffen. Nein, da hat jemand die Unsichtbarkeit gestohlen, oder? Und... Fängt schon gut an. Haha! Nein! Egal, egal, egal. Und tschüss. Ja, wie gesagt, letzte Folge ist schon gut 3 Wochen her. Da fällt es mir erstmal schwer, ein paar Themen aufzugreifen, eben weil es halt schon ein bisschen her ist. Ist nicht. Das ist halt der Vorteil, wenn man Unsichtbarkeit hat. Power! Nein! Oh, kratz doch nicht! Fristmin! Fuck. Fuck! Oh, was mache ich? Ich bin nicht fokussiert. So. Ah, Health Pack. Ich wahrscheinlich gleich brauchen. Ich jetzt benötigt. Wie hat er mich getroffen? Egal. Attacke. Und dann soll er mich noch kennenlernen. Letzte Runde schon. Heilige Mutter Gottes. Oh, nee. Und wie halt auch in den anderen Rennserien zuvor, brauchen wir 32 Punkte. Sich jetzt einfach mal ein Powerschild gegen Unsichtbarkeit getauscht. So, der Kollege frisst ein paar Minen. Schade, die hätte ich jetzt gerade benötigt. Egal. Ach, es ist schön wieder im Business zu sein. Wie gesagt, Leute, ich war gut 3 Wochen nicht da. Hatte auch leider ein paar negative Beweggründe. Die will ich nicht mit euch sprechen. Ich will einfach nur noch mit euch dabei sein, um Raketen abzufeuern, Gegner abzuschießen und erste Plätze zu genießen. Herrlich! Ja, Resultate brauchen wir nicht. Let's go. Nächstes Rennen. The Pole. Oh je. Ich sehe schon die Streckenlänge. 8,9 Kilometer.
längste Strecke, Red Planet, die hat eine Strecke, eine Länge von gut 12 Kilometern. Das ist lang. Vor allem das Rennen geht nur 3 Runden. Von daher, ich muss von Anfang an fit und dabei sein. Eins, los. Okay, Start ist mir gut geglückt. Und er schießt schon die Plasmakanone. Soll mich nicht stören, solange es mich nicht trifft. Aua, aua, aua. Was ich vergessen habe, die Kollegen schießen verdammt präzise manchmal. Oh, okay. Erste Runde läuft gut. 11. Platz momentan. Ein paar Minchen abfeuern. Minchen fallen. Wow. Soll jemand anders übernehmen? Epic Fail. Würde ich jetzt mal so betonen. Versuchen wir mal einen Direct Hit. Nein! Oh! Was zum? Ach ja, stimmt jetzt. Jetzt in die Langelroute. Ein paar Laserschüsse abfeuern. Nochmal ein paar Minen. Au! Wieso erwischt er mich? Und wer? Ich leb noch. Ich leb noch, ihr Pisser. Au. Au. Und tschüss. Ah ja. Nein. Ich leb noch. Ich leb noch. Ich leb noch. Noch lebe ich. Autsch. Okay, die erste Runde ist schon mal eine Runde zum Vergessen. Wey, jetzt muss ich mich erstmal auftanken. Scheiße. Habe ich gerade gelitten. Paar Warnschüsse. Okay, ich habe schon gesagt, ich werde das Powerschild sehr häufig brauchen. Haha. Ja, Schild. Doch. Wie hat er das hingekriegt? Egal. Oh nein. 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 Oh. Die Rakete hat auch nicht getroffen. Treffe ich? Nein. Au. Ja, sehr gut. Manche Kollegen sind so nervtötend. Vor allem die hinter einem sind. Oh Gott sei Dank. Hör auf, Pack. Endlich. Fortschritt. Und tschüss. Wuppdi-du. Okay. Der Kollege will es nicht anders. Komm nur. Du willst es ja nicht anders. Komm, fahr rum. Fahr rum. Und tschüss. So, jetzt habe ich erstmal ein bisschen Ruhe. Er wollte es ja nicht anders. Er wollte mich ja nerven. Ist ja echt nicht zu glauben hier. Das ist mal eine gute Möglichkeit, um das Nitro einzusetzen. Nitro meine ich schon. Den Turbo einzusetzen, meine ich. Ui! Jawohl. Jetzt sieht's gut aus. Na, jetzt bin ich noch mal zufrieden. So, sich als aber Tarnung. Falls wieder mal eine Lenkrakete kommen sollte, die ja gerne mal von hinten kommt. Ich kenne ja die Pappenheimer. Uhehe. So leicht werden sie mich nicht los diesmal. So leicht nicht dieses Mal. Dieses Mal bin ich besser drauf. Okay, ich merke auch schon, ich werde immer besser. Ich komme immer besser rein in die Strecken.
Okay, da war gerade jemand. Habe ich gehört. Okay, der Rest ist jetzt aber easy going. Nitro einsammeln, Turbo einsammeln, Abfahrt, neue Rekordzeit einfahren, ersten Platz einfahren. Weiter geht's. Zur Strecke Grand Keys. Die ist überraschenderweise kürzer als die Depotstrecke. Keine Ahnung warum, aber das lag wohl an den Entwickler. Genau, zum Spiel kann ich noch was sagen. Es kam 1998 raus. Damals gemacht worden von Melbourne Games. Es sollte ein großer Hit werden. Hat nicht so ganz geklappt. Attacke! Grand Keys! Wenn ich jetzt die Strecke auch auf 1 schaffe, dann brauche ich eigentlich fürs letzte Rennen nur noch Fünfter zu werden. Und dann habe ich auch schon wieder. Aua. Die Voraussetzung erfüllt, um in den großen Rennen zu kommen. Und damit sind wir auch schon dann wieder einen Schritt weiter bei den Global Leagues. Bei den Global League Finals. Ah! Shit! Der hat mich erwischt. Hui! Aber den hat er. Der hat gesessen. Na, 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 na. Boah! Oh, das war unfair. Oh. Da hat mich eine Mine erwischt und ich falle aus der Strecke. Es ist nicht zu glauben. Ha! Repair Kit. Der hat auch ein Repair Kit. Soll er nehmen. Aua. Manchmal ist runterbremsen, also vom Gas gehen, besser als die Bremse treten. Aber jetzt muss ich angreifen. Ich bin Elfter und es sind noch gut 2 Runden zu fahren. 2 laps to go, würde man im Englischen sagen. Aber was haben wir denn hier? Okay. Aua. So, jetzt können mich die Raketen mal ein bisschen. Denn ich hatte sowohl Unsichtbarkeit gerade als jetzt auch das Power Shield. Jetzt schmeißen wir nochmal ein paar Minen. Keine Ahnung, was die Rakete sollte. Mir hat sie wenig geschadet. Okay. Au. Knochen, ein bekannter E-Sport-Moderator, würde sagen: Turning Kill in the Head. Bam! Der war nice gezogen. Ich weiß nicht, ob ich hier in den Rennen, in den Spielen noch einen Sonderapplaus einbauen könnte, aber ich lasse es. Und Bam! Oh. Nein, 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 nein. Nicht schon wieder Lags. Nicht schon wieder Lags. Nicht wieder Lags. Was ist denn hier los? Wow, und da habe ich mal wieder das Zeitliche gesegnet. Aber der Kollege, der kriegt's noch. Der kriegt's noch. Ui. Nehme ich halt Unsichtbarkeit auf mich. Gut. Way, den habe ich nicht gerechnet. Oh. Hör auf zu laggen. Hör auf zu laggen. Hör auf zu laggen. Ich kann die Lags gerade jetzt nicht gebrauchen. Gerade jetzt. Hey, was ist denn hier heute los? Was ist denn das schon wieder hier? Noch bin ich Erster, aber ich weiß nicht, ob die Lags mich noch ins Jenseits befördern werden. Ich weiß es jetzt gerade aktuell nicht.
Noch geht's. Nein, das war ein knallharter Lag. Wie gesagt, die Lags, die sind jetzt mein großes Problem. Dabei habe ich schon alles Erdenkliche getan, um das so gut wie möglich hinzukriegen. Ich darf jetzt nicht Zweiter werden. Ich muss kämpfen, trotz der Lags. Wo ist er? Wo ist er? Der ist genau hinter mir. Ich darf jetzt nicht aufgeben. Ich darf jetzt nicht aufgeben. Trotz der Lags, Angriff. Leute, es kommt jetzt die letzte Strecke. Red Planet. Gut, 10,5 Kilometer lang ist die Strecke. Ich habe ein Scheißgefühl. Die Lags werden mich jetzt noch tierisch aufregen. Aber ist egal. Ich werde kämpfen. Für den Traum, Zeugking Superstacks Gewinner zu werden. Ich möchte gewinnen. Ich möchte gewinnen. Na, gut. Mein Item trägt nebenan. Sofort aufnehmen. Das werde ich gleich bestimmt brauchen. Okay, das war nochmal Laser. Da war noch ein Item. Egal, egal, egal. Die sollen sich erstmal klopfen. Die sollen sich jetzt erstmal klopfen. Heilige Scheiße. Sheesh. Okay. Red Planet ist hart. Fucking hart. Blöb. Gut, da hatte ich jetzt einen Gegner neben mir. Ui! Da hat schon einen rausgehauen. Wupp, wupp. Ich will nicht gucken, wer es ist, aber ich glaube, das war einer der langen. Da war, glaube ich, einer mit einer Rocket. Way. Okay, es läuft. Zack. Ja, das war eine Rakete. Das war eine Rakete. Egal. Soll mich nicht stören. Mein Ziel ist klar. Ich muss eigentlich nur Fünfter werden. 2 Punkte reichen mir ja schon. Aber man hatte schon im letzten. Beim letzten Mal gesehen in der letzten Strecke. Manchmal reicht es eben auch, Zweiter zu werden, wenn man lange Zeit Erster war. Also von daher, ich sehe positiv jetzt in das Rennen. Weil seit dem letzten Mal vor gut 3 Wochen und jetzt habe ich eben gelernt. Way! So. Schön. Schöner Turn. Nitro! Abflug! Hui! Oh! Wenn der mich gekriegt hätte, ich wäre negativ überrascht worden. Wait, wait, wait. Okay, die Konkurrenz ist hart. Ich merk's. Aber wie sagte man so schön? Du glaubst, du bist dicht? Goethe war Dichter. Ich weiß, das passt eigentlich gar nicht dazu jetzt, aber das ist egal. Gut. Zweite Runde. Momentan sieht's gut aus. Ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt dazu sagen soll, also von daher. Ich bin jetzt einfach mal ruhig und versuche jetzt das Rennen ohne Probleme zu überstehen. Das war wahrscheinlich jetzt eine Front Rocket. Die hat nichts gebracht. Weg damit. Weg damit. Der Gegner darf die nicht einsetzen. Okay. Ein Repair Kit, das ist gut. Jawohl! Inside Out, Victory. Gut. Schön die Raketen mitnehmen. Die sind gefährlich. Gerade. Ja! Okay, aber das war erwartet. Ich habe es irgendwie geahnt, dass es passieren wird, deswegen. Mein Gott, passiert. So, Sun.
Way. Ich weiß, es gibt hier eine Abkürzung, hier in dem Bereich, aber da kümmere ich mich nicht drum. Das ist eine riskante Stelle. Wenn du es hier falsch machst, kannst du ganz leicht aus der Kurve fliegen. Aber ich probiere es mal. Ah, das meine ich. Du fliegst hier sehr schnell aus der Kurve. Deswegen probiere es nicht nochmal. Ich sehe schon, kaum, kaum habe ich es gesagt, werde ich es wieder versuchen. Okay, Unsichtbarkeit. Das werde ich hier verwenden. Tschüss. Ihr könnt mich mal. Wait, wait, wait. Bisschen auf die Bremse treten, immer. Ist sinnvoller. Okay, das ist jetzt ein 101. 101-Situation. Das Rennen ist jetzt so wichtig. Ich kann in die Geschichte eingehen. Letzte Runde, jetzt geht's. Jetzt geht's. Die Runde ist jetzt so wichtig. Der Kollege wird dranbleiben, natürlich. Locker bleiben jetzt. Gut, die Kurve habe ich gut genommen. Den Gegner keine Chance lassen auf Repairen. Und das Turbo, den Turbo nehme ich nicht, weil das ist ein bisschen riskant. Ab dafür. Ich habe auch schon ein bisschen weiter gedacht. Halt, nachdem ich mit hier New Empire fertig bin. Ich denke mal, es ist noch kein Wird, dass ich mit einem zweiten Team an den Start gehe. Da bin ich noch ein bisschen am Überlegen. Ich bin noch am Überlegen, ob ich mit halt dem blauen, dem Blitzwagen an den Start gehe oder mit den roten. Weil New Empire ist halt das Team für den Start. Abflug. So. So's. Letzten Kurven. Ah, jetzt ist der Vorsprung gut. Der Vorsprung ist jetzt schön groß. Was war das jetzt? Nein! Nein! Nein, 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 nein! Fahr, fahr, fahr! Fahr, mein New Empire! Da ist er! Da ist er schon! Okay, volle Power! Jetzt geht's! Tschüss! Oh. Der schon wieder. Geschafft. 2 Minuten 14:60. Das war's. Yes! You've qualified on the long tracks. You have been invited to drive Iridium Class Cars. Na, vielen Dank auch. Gut. Das war mal ein Event. Heilige Mutter Gottes. Ja, das war's erstmal von mir. Ich bin Anja 2050. Ich bin raus. Bis dann.